Wie viele Bienen auf dem Dach? Was hattest du gerade gesagt, Marco? 150? Mit den Ablegern 150, 160.000. Wahnsinn. Also jetzt sind natürlich Flugbienen unterwegs, aber ich würde sagen, dass insgesamt 150, 160.000 bestimmt insgesamt ja. hier sind. Also für alle, die ansonsten Angst haben, schaut mal, hier stehen alle Menschen ziemlich gelassen und entspannt zusammen, ernten Honig. Nur der Imker selber hat einen Schutz an, weil er direkt zugreift auf die Bienen. Aber sie sind total harmlos, friedlich, keiner ist gestochen worden bei 150.000 bis 160.000 Bienen. Also man muss sich keine Sorgen machen, wenn man nicht aggressiv und wild fuchtelt, passiert auch nichts. So. Wahnsinn. Das ist eine total volle superreife Honigwabe. Die wiegt mindestens 2 Kilo. Also die ist echt super schwer. Und die ist jetzt voll mit Honig, oder? Die ist komplett voll mit Honig, weil wenn ich jetzt Folgendes mache, wenn ich jetzt hier reinsteche, dann läuft der frische Honig raus. Ah, Tatsache. Also er kehrt jetzt die Bienen auch runter und denen passiert da dabei nichts. Die werden ganz vorsichtig abgekehrt. Also die leeren Rähmchen gehen jetzt zurück. Genau. Wieder rein in die Völker und dann holen wir die anderen wieder raus. Genau, die hier haben wir schon leer geschleudert. Okay. Die sehen jetzt ganz schön kaputt aus, aber das reparieren die Bienen alles wieder. Super. Und dann machen sie hoffentlich nochmal Honig. Genau da rein. Aber da muss ich natürlich zuerst mal aufmachen. Sind die jetzt schlecht drauf? Weil ich habe ja natürlich keinen Schleier und nichts. Nö, das müsste gehen. Ja. Und dann schauen wir mal in so einen Kasten rein. Ha? Also, jetzt sieht man erstmal noch nicht viel. Ah, cool. Denn ich habe hier gestern eine Bienenflucht zwischen das restliche Bienenvolk und den Honigraum, aus dem ich die Rähmchen ernten wollte. Und was ist eine Bienenflucht? Die sorgt einfach dafür, das ist im Grunde genommen hier so eine Holzplatte. Ja. Das sind hier zwei so Einsätze. Moment. Und dann können die Bienen von oben nach unten, aber sie können nicht mehr von unten nach oben. Jetzt. Und wenn ich dann den Honig ernte, habe ich oben so gut wie keine Bienen mehr. Ich kann das auch ohne das Ganze machen, dann habe ich aber, wenn ich den Honig aus den Völkern nehme, Kontakt mit dem ganzen Volk und das ist nichts, was die Bienen so gut finden. Ja, wenn man ihnen das Essen wegnimmt, dann können die ganz schön schlecht drauf werden. Ja, und außerdem nehmen wir ihnen deswegen nur so viel Essen, ja, wie sie nicht selber brauchen. Wir lassen ihnen immer genug. Hier zum Beispiel sitzen eine ganze Menge Bienen drauf und die sitzen auf den Rähmchen, auf denen das Futter, was sie brauchen, noch drauf ist. Okay. So. Man muss den immer 5, 6, 7 Kilo auf alle Fälle drin lassen, so dass sie eine gewisse Zeit überleben können, selbst wenn sie kein Futter mehr finden. Naja, und wie man sieht, die leeren Rähmchen, die werden schon sofort besucht und da wird gleich repariert. Cool. So. Kennen wir uns, oder? So, na schauen wir doch mal rein. In der Hoffnung, guck, da ist die Flucht, die konnten. Hier gehen genau noch welche nach unten. Genau, die gehen runter. Kommen dann aber nicht mehr hoch. Genau. So, und das hier, die können wir noch mitnehmen. Die anderen sind so leicht, dass wir sie dann doch oben lassen. Okay, und wir müssen ja auch ein bisschen was da lassen, hat er mal gesagt, damit sie. Aber hier unten ist noch genug. Ah, da unten ist genug. Hier unten ist noch richtig viel. Das sind in dem Fall 1, 2 Räume. Okay. Das Platz für die Brut, für die Königin, für die Arbeiterin und viel Platz, um Futter einzulagern. Ah ja, schön. Und deswegen können wir in dem Fall, könnten wir sogar alles, was oberhalb im Brutraum ist, rausnehmen. Machen wir aber nicht. Und solange ich jüngste Brut habe, also es gibt erst das Eistadium, dann das Larvenstadium und dann reift die Arbeiter unter dem Wachsteppich. Und solange ich im jüngsten Larvenstadium Brut habe, kann aus jeder solcher Zelle, aus jeder
dieser Zellen eine Königinnenzelle gemacht werden. Die Bienen produzieren dann Gelée Royale, das ist dieser besondere Futtersaft, den nur die Königin bekommt, ziehen die Zelle in die Länge, das sieht dann aus wie so ein Fingerhut, die hängt dann ungefähr so, okay, und dann wächst da die neue Königin heran. Okay. Aber erst nachdem sie es getrennt hat. In dem Fall habe ich ja nur Brut und keine Königin in andere Kästen gesetzt. Ja. Und da habe ich natürlich so junge Brut, junge Larven drin, und dann sind daraus die Königinnen gewachsen. Und legen schon fleißig Eier. Also die beiden hier, hallo, die sind schon wieder super. Wenn man mit den Bienen gut umgeht und wenn man als Imker genau weiß, was man tut, kann man eigentlich im Grunde genommen die Anzahl jedes Jahr fast verdoppeln. Mhm. Wenn man sehr wenig Völker verliert. Und die Idee ist ja, ein Bienenvolk pro Jahr tatsächlich auch einer gemeinnützigen öffentlichen Einrichtung zu spenden. Also durchaus einer anderen Schule, Grundschule, mit einem jungen Imker an der Hand weiterzureichen. Aber Lars, ich schlage vor, wir gehen gleich runter. Und dann können wir mal zeigen, wie der Honig dann aus der Wabe fliegt, geschleudert wird. Sehr schön. Das machen wir. Wunderbar. Die fallen um. Also es sind drei Stationen im Prinzip. Wir haben hier die erste Station, wo die Wabe aufgestellt wird zum Entdecken. Dann die zweite Station, wo die entdeckelten Waben liegen, oder besser gesagt in dem Fall stehen und darauf warten, geschleudert zu werden, um dann in die dritte Station zu kommen, geschleudert zu werden. Da entwachst jetzt der Doktor rein. Das ist alles Wachs, was hier liegt. Und natürlich den Honig. Viel Gefühl. Und wie ihr seht, ist hier drunter auch ein Gitter. Das heißt, der Honig, der noch in den Wachs drinne verbleibt, wird hier aufgefangen. Und den Wachs haben die nur drauf, damit der Honig nicht rausfließt. Bei der Wärme oben in den Kästen würde der einfach sehr flüssig werden und sofort fließen. Und aus dem Wachs werden nachher Kerzen und andere Produkte hergestellt. Lippenbalsam, keine Ahnung, Cremes, Duschgel, etc., alles Mögliche. Seife. Seife? Lieblingsthema? Also die Frage ist, wie entsteht so ein ganz cremiger Honig? Indem du Blütenhonig kurz bevor der fest wird, und wenn du merkst, er beginnt fest zu werden. Jeder gute Honig beginnt irgendwann fest zu werden, wird ganz hart. Wenn das Ganze am Anfang ist, dann kannst du den rühren. Und so wird der Honig geschleudert. Genau. Aufgrund der Zentrifugalkraft fliegt der praktisch raus oder fließt raus, läuft unten in den Eimer rein und wird dann abgeschöpft. Im Übrigen mal ein Gruß an Graze in Weinstadt, Endersbach, die uns immer gut versorgt haben und auch zu einem super Preis der Schule hier diese Schleuder zur Verfügung gestellt haben. Jetzt kannst du rein. Jetzt bremst es schon wieder. Und durch die Kräfte, die wirken, wird der Honig aus der Wabe gegen die Wand geschleudert, läuft dann nach unten. So, jetzt bremse ich hier. Und dann sieht man vielleicht, wie der da unten am Boden liegt. Ja, ja, und dann hier langsam aus dem Loch rausläuft. Praktisch hier rauskommt. Und der gute Honig. Marco. Und du sandelst? Genau. Du siebst sozusagen? Das erste Sieb, das ist jetzt voll, das ist jetzt
zugesetzt mit Wachsresten. Mhm. Jetzt muss dieser Honig hier noch langsam aber sicher da durch. Und dann kann ich das ja mal hochheben. Das hier oben ist ein grobes Sieb für die groben Teile. Und darunter ist ein feines Sieb. Okay. Da werden dann diese ganz feinen Wachsteilchen, oder wenn mal dabei ist, auch ein Bienenbeinchen oder sowas, bleiben da hängen. Und dann läuft durch dieses feine Sieb dann der Honig in diesen Honigeimer. Und da bleibt er dann 2, 3, 4 Tage und dann kommt er von diesem Eimer frisch ins Glas. Und so kann man den dann kaufen. Dankeschön. Auch nochmal ein herzliches Dankeschön an die zwei Kollegen, die den Herrn Hertel unterstützen. Herr Volkmann, Herr Scharein, vielen herzlichen Dank. Trotz Corona, man sieht halt eben, dass hier der Kollegenzusammenhalt super ist. Dankeschön.